Hallo liebe Freunde von Angels Share Whisky. Heute gibt es mal kein Verkostungsvideo. Heute geht es um Whisky als Investment. Dieses Video ist für uns quasi nötig geworden, weil immer wieder Anfragen kommen. Kann man mit Whisky Geld verdienen? Ab wann lohnt es sich, Whisky zu kaufen, den aufzuheben und um auf Wertsteigerungen zu warten? Vorab erstmal ein persönliches Statement. Ich bin der Meinung, Whisky ist zum Trinken da. Ich selber habe 2-3 Flaschen, die ich aufhebe, die ich nicht aufrupfe. Ansonsten bin ich viel zu neugierig zu erfahren, wie der jeweilige Whisky schmeckt. Also für mich ist Sammeln da nicht wirklich was. Ich habe die Leidenschaft Whisky und trinke ihn halt auch ganz gern. Aber wer sammeln möchte, es gibt da mehrere Optionen dazu. Und wenn ich durch Whisky-Foren gehe, die in Facebook und auf Instagram reichlich vorhanden sind, dann stellt man immer wieder fest, es gibt ganz krude Theorien, wann sich ein Whisky entwickelt. Dann wird oft die Whisky-Base angeführt als das Nonplusultra für den Verkauf vom Whisky. Vorab schon mal, Whisky, der auf der Whisky-Base steht, der steht für einen Preis da, wenn er im Angebot ist. Das heißt aber nicht, dass der Whisky auch für den Preis verkauft werden kann. Und von daher wäre ich immer vorsichtig, wenn solche Angebote kommen. Auch wenn Angebote über eBay kommen und man hat keinen Herkunftsnachweis vom Whisky, würde ich persönlich immer eher die Finger davon lassen. Ja, und wir gehen mal zum ersten Mysterium Whisky, und das hängt meistens ganz stark mit dieser Destille zusammen, mit Macallan. Macallan, eine Destille in der schottischen Speyside, und die Macallan-Nerds, die sagen, Macallan, kannst du alles sammeln, entwickelt sich alles wahnsinnig im Wert. Und tatsächlich ist es so, die letzten 2 Jahrzehnte hat sich Macallan-Whisky stets im Wert nach oben entwickelt, und es war egal, ob das jetzt ein Age-Statement war, also sprich ein Whisky mit Altersangabe, oder ein Non-Age-Statement, also ein Whisky ohne Altersangabe. Mittlerweile gibt es bei Macallan Whiskys ohne Altersangabe, die im dreistelligen oder vierstelligen Bereich sind. Und viele Sammler springen drauf an und sagen, ja, den kauft man, und der ist in ein paar Jahren ein Vielfaches des Geldes wert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Vorsicht bei solchen Theorien. Denn ein Whisky, der jetzt im Einstand schon 300, 400, 500 oder gar 1000 Euro kostet, der wird keine so schnelle Wertentwicklung erfahren. Denn hier gibt es Stückzahlen, die auf dem Markt sind, die kommen zum Händler, und es verlagert sich letzten Endes nur eins, es verlagert sich der Inhaber, wenn diese Flaschen verkauft sind, nämlich vom Händler an den Kunden. Diese Flaschen werden relativ selten getrunken, weil sie schon als Wertanlage auf den Markt erscheinen, und so bleibt die Stückzahl über viele Jahre oder auch Jahrzehnte erhalten. Wenn diese Whiskys dann auf den Markt kommen, dann ist die Wertentwicklung nicht außerordentlich hoch, im Regelfall nicht. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich wäre bei sowas vorsichtig. Ich würde, wenn man jetzt wirklich vorhat, in Whisky zu investieren, mich auf mehrere Standbeine verteilen. Und es muss definitiv ein Geld sein, was man erstmal nicht braucht. Auch dieser Macallan-Hype, den kann ich für mich schwer nachvollziehen. Das ist jetzt allerdings auch nur eine persönliche Meinung. Denn wenn ein Whisky ohne Altersangabe für 300, 400, 500 Euro auf den Markt kommt, dann sind die zu erwartenden Gewinne zumeist schon mal vorweggenommen. Also vorsichtig bei sowas. Warum hat sich das in der Vergangenheit trotzdem immer sehr, sehr gut entwickelt? Nun, das ist einfach zu erklären. Viele Destillen waren in den 80er und auch in den 90ern und bis tief in die 90er Jahren noch geschlossen. Und entsprechend sind dann bei Wiederabfüllung alte Fässer rar geworden. Und so haben auch Non-Age-Statements eine enorme Wertentwicklung erlebt. Dazu kommt der asiatische Markt, der nahezu alles aufgesogen hat, was so auf den Markt geschwemmt wurde. Und da verwundert es nicht, dass es Wertentwicklungen gab, die nicht feierlich waren. Jetzt würde ich vorsichtiger rangehen. Wir sind im Jahr 2021, das heißt, die meisten Destillen sind wieder 20 Jahre
und länger am Arbeiten. Das heißt, es kommen nach und nach die alten Fässer wieder rein. Ich persönlich würde niemandem empfehlen, in Whiskys zu investieren, die keine Altersangabe haben. Des Weiteren ist es so, es gibt nicht nur Whiskys, die sich positiv entwickeln, es gibt auch Whiskys, die sich negativ entwickeln. Das heißt, wenn man jetzt einen Whisky kauft, der jetzt meinetwegen im Einstand 1000 Euro kostet und er entwickelt sich nicht so positiv, der geht dann, was weiß ich, auf 700, 800 Euro runter, dann hat man A, ein Geld verloren und B, ärgert man sich, weil man sein Investment eben nur auf eine oder auf zwei Flaschen beschränkt hat. Die Empfehlung für jemand, der wirklich in Whisky investieren will, wäre, sucht euch Flaschen in einem Bereich zwischen 70 und 120 Euro, wenn sie auf den Markt kommen. Diese Whiskys sollten gewisse Prämissen erfüllen. Zum einen ist es ratsam, wenn es ein Whisky ist, wo die Flaschenanzahl auf dem Etikett steht. Ein Age Statement, also sprich eine Altersangabe drauf ist. Der Whisky sollte nicht gefärbt sein, der Whisky sollte nicht filtriert sein. Die Destillen sollten nach Möglichkeit, wenn wir über eine Originalabfüllung reden, bekannt sein. Dann ist man eigentlich schon mal auf einer guten Nummer sicher, wenn man sagt, mit Flaschenanzahl und Altersangabe entwickelt sich der Whisky meistens nicht in die negative Richtung. Empfehlenswert werden auch Whiskys, die auf Fassstärken abgefüllt sind. Ganz einfach deshalb für Sammler interessanter, weil unverfälschter und nicht nochmal auf Trinkstärke entsprechend verdünnt. Das Alter spielt nicht mehr ganz so eine große Rolle, wie das noch vor Jahren der Fall war. Die Altersangabe selber ist wichtig, aber es ist nicht mehr so, dass ein Whisky jetzt zum Sammeln zwingend älter 18 Jahre oder was sein muss. Mittlerweile gibt es so viele Fassgrößen und so viele Fassqualitäten und fast jeder Hersteller hat festgestellt, dass es eben auf das Fass im Aroma ankommt, dass auch junge Whiskys durchaus sammelfähig sind. Persönlich neige ich dazu, eher für die Zukunft freie Abfüller zu sammeln. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Luft für die freien Abfüller nach oben immer dünner wird. Das heißt, immer weniger Destillen geben Fässer an freie Abfüllungen ab. Entsprechend werden freie Abfüllungen etwas knapper. Und wenn man einen guten und bekannten freien Abfüller hat, dann ist die Wertentwicklung, ich will nicht sagen garantiert, aber man ist relativ gut dabei. Also zum Beispiel wäre Duncan Taylor, wenn man in die Dimensions-Abfüllung geht, denke ich, ist das eine solide Anlage. Die Flaschen sind nicht allzu teuer, das heißt, in dem Moment, wo sich ein Whisky mal nicht so positiv entwickelt, dann kann man immer noch trinken. Und zwar sehr gut, weil die Qualitäten entsprechend gut sind. Also, ganz klar, ich würde sagen, wer jetzt sagt, er hat 1.000, 2.000, 3.000 Euro zur Verfügung, sollte sich, wenn er in Whisky investieren will, ein Investment anschaffen, Flaschen zwischen 70 und 120 Euro, Fassstärke, Altersangabe, nicht gefärbt, nicht filtriert, Flaschennummer, Gesamtausstoß sollten auf der Flasche bezeichnet sein. Das wären so die Tipps fürs Whisky-Investment. Aber nochmal, wer das Geld nicht übrig hat, sollte nicht zu viel investieren oder gar nicht investieren, denn es ist natürlich auch in Notsituationen schwieriger, Flaschen zu verkaufen, als entsprechend Währung zu verkaufen. Also Whisky-Investment ist möglich, aber es ist nicht so, dass es ganz einfach ist. Lasst euch am besten im Fachgeschäft beraten. Es gibt viele Kollegen, die gute Whisky-Investments haben, die auch Fassteilungen haben, also so wie wir auch, wo man auch an Einzelfässer rankommt, beziehungsweise an einzelne Flaschen rankommt. Ich würde, wenn ich das Geld verteile, das Ganze auf breite Füße stellen und schauen, welche Distillen sammlungswürdig sind. Zu Standardabfüllungen würde ich nur dann im Whisky-Investment greifen, wenn bekannt ist oder bekannt wird, dass ein Whisky schnell vom Markt geht oder demnächst vom Markt verschwindet, dann ist es immer interessant, natürlich bei so einer Flasche mit zuzuschlagen. Von den ganzen Hype-Whiskys, also die ohne Altersangabe kommen, Stichwort Artback zum Beispiel, halte ich persönlich nichts. Nicht, weil der Whisky nicht schmeckt, im Gegenteil, die machen richtig geile Tropfen, aber ich denke, dass es für die Zukunft als Investment nicht mehr allzu lange tragfähig sein wird.
Was dann auch immer noch eine gute Idee ist, zu investieren, sind Whiskys, die ganz frisch auf den Markt kommen. Das heißt, wo man das erste Batch abgreifen kann. Gutes Beispiel für 2021 zum Beispiel war der Necknean Whisky, das Batch 1, denke ich, wird sich entwickeln. Oder auch der Russey Whisky Batch 1 oder in Zukunft jetzt im Februar 2021 das erste Batch vom Torravec Whisky von der Isle of Skye. Das sind so Sachen, die kann man sich ohne weiteres zulegen. Das sind aber auch alles Whiskys, die genau in diesem Preisbereich zwischen 70 und 120 Euro in der ersten Emission kamen. Beim Necknean sogar noch wesentlich günstiger. Dann gibt es Serien, die man sammeln kann. Das ist immer recht interessant, wenn sich jemand auf eine Serie versteift. Und da rede ich jetzt nicht von der Diageo-Serie Game of Thrones, weil die gibt es inflationär häufig. Also da würde ich eher die Finger von lassen. Aber was sammelnswürdig ist, sind zum Beispiel von Signatory Vintage in Zusammenarbeit mit Kirsch Whisky die Single Cask Seasons. Da kommt zu jeder Saison eben ein Whisky, also einer fürs Frühjahr, einer für Sommer, Herbst und Winter. Das ist sammlungswürdig. Oder wie jetzt auch die Samurai-Serien. Also es ist viel Musik drin, es gibt viel geile Whiskys. Aber nochmal, trinken vor Sammeln. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Seht ihr das anders mit Whisky Investment? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Vielen Dank, euer Stefan.